Spielst du doch Klavier? So ein unwürdiges. Sie hat mir nicht gehorcht. Nun, Holmes, ich wollte. Oh, sehen Sie. Der Postbote hat versehentlich einen Brief an Miss Alice hier abgeliefert. Ah, er hat 221b und 221c verwechselt. Hier, dann Watson. Der wirft den noch unten ein und die Hudson bringt den hoch. Oder? Was wollen Sie damit anstellen, Holmes? Ich bringe ihn jetzt rüber. Ganz einfach. Ich bin noch nicht fertig. Was? Was muss ich denn machen? Briefanalyse. Alter, der Sack. Ach, es tut mir leid, aber ich muss diesen Brief öffnen. Drecksäckel. Aber nicht mit einem Messer, sondern wir machen das auf die zärtliche Art, oder? Mit Dampf lässt sich der Brief einfacher öffnen. Bringen wir im Kessel etwas Wasser zum Kochen. Genau. Ist da Wasser drin? Ich muss den Brief mit etwas Scharfem öffnen. Was Scharfem? Ich habe hier nichts Scharfes. Auch ein Messer. Wie ein Chirurg. Alice, du hast es also getan. Du bist direkt neben ihm eingezogen. Das ist mutig. Er wird dich faszinieren, aber sei dennoch auf der Hut vor ihm. Ich schreibe dir, um dir mitzuteilen, dass ich das Boot deines Vaters gefunden habe. Es ist zwar ziemlich beschädigt, aber noch fahrtauglich. Du kannst es benutzen, wenn du willst. Du sollst wissen, dass dein Vater wie ein Bruder für mich war. Wenn es etwas gibt, irgendetwas, womit ich dir helfen kann, lass es mich bitte wissen. Ganz gleich was, egal welches Risiko damit verbunden sein mag. Aha, aha, aha. Miss Alice ist wegen mir hierher gezogen. Ich muss so bald wie möglich ein Wörtchen mit ihr reden. Ja, das können wir doch gleich machen, oder? Achso, nein. Verschließen wir den Brief, damit sie nichts bemerkt. So kann ich den Brief noch nicht zukleben. Sondern? Ach, so Stäbchen, ja, mein Gott. Fertig. Ist aber auch ein Schlawiner. Ich muss zuerst mit Miss Alice reden. Sie ist auf dem Balkon. Wie komme ich denn da hin? Ich muss zuerst mit Miss Alice reden. Ja, wie komme ich denn da hin? Auf dem Balkon. Hier durchs Fenster oder was? Oder Schlafzimmer? Ah ja. Hier, hören Sie mal, junge Frau, gell? Wollen Sie mir nicht verraten, warum Sie wirklich hier sind? Mr. Holmes, was soll diese Frage? Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig. Da Sie meine Tochter gegen meinen Willen eingeladen haben, sind Sie das sehr wohl, finde ich. Sagte der Vater in aller Strenge. Mein Gott, ich habe ja fast schon Angst vor Ihnen. Sie schweigen also. Gut, sagen Sie, Kate, sie soll sofort nach Hause. Lassen Sie das arme Kind doch spielen. Diese Rücksichtslosigkeit, so nützlich, um unbequeme Wahrheiten zu vertuschen. Und gerade das wollen Sie ja. Was? Wir alle haben Geheimnisse. Sie, Aber keine Sorge, Mr. Holmes. Kate ist ein sensibles Kind und ich habe sie sehr gern. Alice, kommen Sie! Ich kann es! Sehen Sie? Sie sind wundervoll! Und sie hat mich wohl auch gern. Wir wollen doch nicht, dass sie ihr Geheimnis erfährt oder unglücklich ist. Ich muss jetzt wieder rein. Was eine Alte! Freundchen. Also das letzte Wort noch nicht geredet. Ach, Holmes. Es gibt da jemanden, der zur Beschreibung des Mannes auf dem Bild passt.
Er geht regelmäßig ins Krankenhaus für tropische Krankheiten. Er heißt James Byron. Sind Sie sicher? Fantastisch. Und wir können ihn besuchen. Aber erst müssen Sie sich verkleiden. Lord Byron? Damit ich Sie als einen Kollegen vorstellen kann. Lord James Byron? Wir müssen ins Krankenhaus, Holmes. Muss ich mich jetzt wieder als Arzt verkleiden? Ja, geht auch so. Gut. Dann Krankenhaus. Zack. Diese Kleidung ist nicht passend für das nächste Zimmer. Also doch, Verkleidung. So, was machen wir heute für eine Frisur? So, einmal Arzt, bitte. Ja. Arzt. Und, sieht ein bisschen aus wie Doc Brown, nur in dunkel. Was haben wir denn hier? Also ich wäre dafür. Oh Mann. Wir müssen ins Krankenhaus. Ja, ich bin doch schon auf dem Wege. Halt, warte. So. Ach, schön. Einen schönen guten Tag. Dr. Watson, wie kann ich Ihnen helfen? Dr. Hallo, Professor Med Wurst. Mein Kollege und ich sind gekommen, um Mr. Byron zu sehen. Byron? Dem geht es nicht wirklich gut. Er ruht sich im hinteren Bereich auf der Fensterseite aus. Warte mal, kann ich hier so einen Aktenzettel nehmen? 10 bis 14, was heißt das hier? Patienten kommen zur Behandlung hierher und kehren dann nach Hause zurück. Ach so. Ambulante Behandlung sozusagen. Fensterseite, ganz hinten. Sagt er. So, bin ich ganz hinten. Mr. Byron? Noch mehr Ärzte? Ich hatte gerade eine Behandlung. Ich muss mich ausruhen, bevor ich gehe. Holla, die Waldfee, den hat's aber ganz schön zerrissen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit meinem Cursor. Beinketten oder Krankheitsspuren? Nicht eher Krankheitsspuren, oder? Was sagt ihr? Ich will ja noch mal kurz weitergehen, das ist ja noch nicht fest. Ja, nee, Beinketten. Wenn der auch die Dinge an den Händen hat, dann war er in Ketten. Oder Stefan, was sagst du? Gelbe Finger. Ja, passt. Albert ist etwa 45 Jahre alt. Er ist ein Archäologe und ein ehemaliges Mitglied des Archäologieclubs. Die anderen Clubmitglieder glauben, dass er verstorben sei. Während der Expedition nach Südamerika erkrankte Albert und verlor dabei ein
Auge. Seinen Arm hat er vor vielen Jahren unter unbekannten Umständen verloren. Er ist drogenabhängig und besucht regelmäßig eine Opiumhöhle in der Nähe eines getränkten Marktes. Er weist Kettenspuren am Körper auf. Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen über eine Expedition, die vor 14 Jahren stattfand. Was? Was für eine Expedition? Sie irren sich. Ich war noch nie außerhalb von London. Ja, ja, ist klar. Wir haben ein Clubfoto. Sind das nicht Sie auf diesem Bild aus Guatemala? Tekunuman! Ah! 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 Dr. Ned, kommen Sie schnell! Ich fühle mich nicht wohl! Ah! Was zum Teufel ist hier los? Beruhigen Sie sich! Tut mir leid, werte Kollegen, aber es ist Zeit für Mr. Byrons Untersuchung durch Dr. Brandt. Sie können hier warten. Ja, ganz schön Schiss vor dem Fluch, habe ich so das Gefühl, ha? Was tun wir als nächstes, Holmes? Haben Sie denn nicht zugehört? Wir müssen warten. Aber nutzen wir die Zeit doch einfach... Mit was? Unser Mann ist an einem Zirkus vorbeigekommen. Die Pfeife ist nicht von Interesse? Diese Adresse ist kaum zu lesen. Start für Kranken. An Mr. Byron, Adresse Oak Street 21D. Mr. Byron, Dr. Brandt bestätigt gerne Ihren Termin am 25. November. Bitte versuchen Sie, möglichst früh am Morgen da zu sein. Dr. Baird, Station für tropische Krankheiten. Er hat vor kurzem chinesischen Tabak gekauft. Oh, Sie sind noch hier. Ja, klar. Offensichtlich, wir warten auf Mr. Byron. Ist er nicht bei Ihnen? Nein, der Gentleman ist gleich nach der Untersuchung gegangen. Er hat seine Sachen hier vergessen. Na, dann bringen wir ihm die doch. Orbit ist offensichtlich erwischt. Leider ja. Und er weiß, dass wir seine wahre Identität kennen. Schnell, ich weiß, wie wir ihn finden. Dieser Bart... Ja, bla bla bla. Unverständliche Zeit des Umschlag Oak. Oak Street 21 könnte seine Wohnadresse sein. Auf der Landkarte nachgucken. Wir müssen wieder zurück in unsere Bärthöhle und auf die Landkarte gucken. Da. Zack. Dank der Informationen aus dem Krankenhaus kann ich jetzt herausfinden, wo sich Orbit versteckt. Orbit war in einer Opiumhöhle, auf einem gedrängten Markt und in der Nähe eines Zirkuses. Zudem kaufte er chinesischen Tabak. Wir suchen einen Ort, in dessen Nähe alle vier Bedingungen erfüllt sind. Ja, hier. Alle vier? Dann hier. Jetzt brauchen wir eine Straße, die auf OOK endet. Nehmen wir doch die Brook Street, oder? Da, gefunden. 21D Brook Street. Watson, ich glaube, wir haben Orbit gefunden. Okay, das ging diesmal fix. Statten wir dem Herrn mal einen Besuch ab.
Hören Sie das? Schnell, wir müssen diese Tür aufbekommen. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Die Tür und das Schloss sind zu stabil, um sie mit bloßen Händen aufzubrechen. Ja, hör auf zu labern. Ich will die Axt. So, Vollgas. Hilfe! Holmes hier. Haben denn der Pfeil jetzt her? Axt. Was ist denn das da? Ich brauche etwas Scharfes für diese Seile. Ja, dann holen wir halt erst die Axt. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Ja, dann flitz. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Was? Was war denn das jetzt? Hat mich einen Falschen getroffen. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Ja, dann geh halt auch hin. Nach rechts. Der Tisch könnte mir Deckung bieten. Ja, das weiß ich. Du sollst ja auch hingehen zu dem Tisch. Wie mach ich denn das? Guck, guck. Oh, guck mal, hier liegt auch noch was. Wenn diese Vorhänge unten wären, würden sie die Sicht des Angreifers blockieren. Muss ich jetzt die Axt da drauf schmeißen? Wenn ich diese Seile kappe, fallen die Vorhänge und der Angreifer sieht nichts mehr. Watson, ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Das war knapp. Watson, ich muss diese Vorhänge erreichen und sie herunterlassen. Geben Sie mir Feuerschutz. Feuerschutz! Okay, so geht's. Zack!